Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Juhu! Es ist mal wieder soweit, beziehungsweise für mich ist es mal wieder soweit, für euch war ja überhaupt kein Abbruch. Ja, ich war jetzt den letzten Monat komplett busy und war eine gute Woche in Portugal. Und hab da, also teilweise Ferien oder Urlaub, teilweise war es aber auch geschäftlich, weil wie ein paar von euch vielleicht wissen, baue ich gerade mit meiner Schwester, habe ich öfter schon mal erzählt, ein Unternehmen auf und da haben wir das ganze Zeug ein bisschen bequatscht und ja, geschaut, was wir in unsere erste Kollektion reinbringen und so weiter. Genau, deswegen muss ich erstmal wieder schauen, wo meine ganzen Armeen sind. Ah, genau, das mache ich gerade. Wo meine ganzen Armeen sind und was die eigentliche Intention bei mir war. Ich glaube, das da ist alles, genau, das ist alles befriedet, das da auch. Hier unten gibt es noch Ramazama und hier drüben. Rom ist jetzt nach hier oben gewandert. Karthago ist nach hier. Okay. Spanien bzw. Lusitaner sind hier. Das ist ja super. Und Parthien mag mich, glaube ich, auch, ne? Irgendwas war da. Genau, die mögen mich ziemlich. Grüße euch im Namen meines Handelsabkommen? Herrn. Nee, so weit mögen die mich Die dann noch Götter fordern nicht. zu Recht Demut von Ihnen. Sabah. Dem. Geten. Hey, was geten? Ich verbringe meine Zeit lieber mit Speisen. Ah, Zum super. Wohle meines Volkes stimme ich zu. Auch Gut, jetzt hat er nur noch minus 30. Naja, okay. Armenien. Die sind auch sehr Seid unfreundlich. willkommen, Botschafter. Wenn ihr... Na Habe gut, ich ich euch könnte euch richtig zwar zwingen, verstanden? aber das Spiel will das nicht. Das Spiel will keine zwanghafte Bündnisding. Was vollkommen fein ist. So. Ja, die werden befördert. Wo sind meine ganzen Armeen? Also da ist schon mal ein Agent. Wo will ich den hinschicken? Wohin schaut er? Nach oben. Karthago ist mit mir befeindet. Wahrscheinlich wollte ich schauen, was er mit Mettlern ist. Ist auch eine Armee. Dann schaue ich mal, was in Massilia ist. Hier habe ich ja auch so eine kleine Pufferzone, was ganz nice ist. Okay, Massilia ist noch free. Die geht da hoch. Königliche Garde wird aufgetankt. Sparta lässt grüßen. Ah, das ist meine alte Fullstack-Flotte. Ah, ja, genau. Ja, stimmt. Da war ja was. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da unten ist einer, der greift sich dann Kusch. Da unten ist einer, der greift sich dann Kusch. Und da scoutet einer meiner Spioninnen. Nennen, nennen, nennen. Ein bisschen ruckelig. Das haben wir ja gut. Dann haben wir alles. Dann schauen wir mal kurz, wo die spartanischen Abtrünnigen sind. Die haben nur die eine Flotte, also nur ist gut. Also die Flotte kann sehr viel Damage machen. Sonst habe ich, glaube ich, alles letztes Mal schon gemacht. Und jetzt geht's weiter. Gut, also,
Pufferzone ist weg, okay, alles klar. Ja, wobei, der kommt ja danach dran. Genau, was läuft jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten? Also, der März wird für mich sehr stressig, weil ich erstmal meine ganzen Aufträge zu Ende bringen muss, bevor ich dann mit der Vorproduktion für die Kollektion beginnen kann. Und deswegen, es könnte sein, als ob der, ja, dann kämpfe ich halt, als ob er gewinnen kann, ne? Er ist so unrealistisch. Naja, gut. Genau. Ja, ich greife trotzdem an. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Was wollte ich gerade erzählen? Unser General wird angegriffen. Ich wollte gerade erzählen, dass März wird ein bisschen heftig. Ich wollte ja eigentlich. Was sind die so tot? Ach, okay, ja, natürlich. Der gewinnt jetzt, weil. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Weil ich nämlich. Meine Armee nicht mitgenommen habe. Also, weil meine Armee nicht da ist. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Als ob. Ja. Wo war denn meine Armee? Die stand halt genau da, aber okay, dann war die Armee anscheinend wieder nicht da. Die hat geschlafen. Gut, genau, also, März wird ein bisschen heftig, deswegen weiß ich nicht, ob ich komplett vorproduziere. Ich schau, die steht genau hier. Aber ja, anscheinend war die Flotte nicht im Hafen. Ja, okay, das kann natürlich sein. Aber warum dann die Garnison zur Hilfe kommt und mein. Egal. Okay, es ist jetzt so. Genau, wegen den März, zum dritten Mal fange ich da, oder vierten Mal fange ich jetzt an. Weiß ich nicht, ob ich die Termine weiterhin so, genau, weiterhin so, nachgehen kann, beziehungsweise das die ganzen Videos wie geplant, rausgehen. Das kann ich eigentlich automatisch machen, oder? Ja, 90%, komm. Genau, deswegen könnte es im März zu ein bisschen Verschiebung kommen. Natürlich kann ich den nicht angreifen. Genau. So. Noch ist, ich wollte ja im März mit den Streamen auf Twitch anfangen, beziehungsweise nicht anfangen, sondern also nicht offiziell anfangen. Also ich wollte erstmal alles einrichten und schauen, ob die ganzen Sachen passen. Mit Alerts und was weiß ich, denn da gibt es ja tausend Sachen. Und. Ach so. Und genau, jetzt werde ich das aber wahrscheinlich verschieben auf April. Also im April will ich so oder so streamen, also mit Streaming anfangen. Und schon offiziell, also das heißt, ich kündige das dann auch an und so weiter. Und wäre cool, wenn ihr da vorbeischaut. Aber wie gesagt, ist noch ein Monat hin.
Und kein Stress, wenn ihr das nicht schafft. Ich werde wahrscheinlich eh... Wieso kannst du da nicht durch? Ich werde wahrscheinlich eh ein bisschen... Je nachdem, wer alles zuschaut, könnte es sein, dass ich einfach Let's Plays aufnehme. Also wenn ich keine Zuschauer habe, was am Anfang wahrscheinlich ist, was auch überhaupt nicht schlimm ist. Ups. Upsi. Genau. Dann schaue ich einfach, dass ich trotzdem streame und das sind nicht wir, ne? Ja, genau. Ja. Genau, dass ich halt ihr wisst schon Bescheid. So. Genau, so, was haben wir jetzt vor? Also wir werden jetzt von hier bisschen aufräumen. Also, das heißt, wir werden hier die Eravisca ausschalten. Und dann, warte, ich mach mal. Nee, Eravisca sind neutral, okay. Dann lassen wir die in Ruhe. Dann gehen wir mit den beiden Armeen. Also die eine Armee geht hier entlang. Die andere geht hier entlang und wobei die da kann hier so eine Schlaufe machen, die geht da lang und die in Rom geht dann hier lang. Das können wir eigentlich so machen. Die da geht dann hier weiter und hier unten, ja, ich mache erstmal Kusch fertig und dann räume ich hier auch auf. Okay, das klingt doch mal nach einem Plan. Duse da. Ich weiß nicht, was der hier macht, ne? Also gerade tümpelt der da so dämlich rum. Die Flotte meldet sich. Wir fahren in den Hafen. Das ist halt ziemlich blöd. Also mit der Armee, schaffen die es nicht, aber ohne die Armee? Ne, die hat halt keine Garnison, deswegen kann ich mit der eigentlich noch nicht hier runterstapfen. Ach, verdammt. Mit der kann ich auch nichts machen. Also noch nicht. Gut, dann ja, weiter. Wo ist mein Trinki? Erstmal Trinki. Gut, da wird jemand ehrlich? Ernsthaft? Warte, Odins Speere sind gut? Speerwall, ja, okay, Keulen. Diese haben einen guten Engage. Ah, dass er mich so fertig macht, warte mal. Knappe Niederlage, 100% quasi. Warte, speichern. Also ich speichere jetzt nicht, falls ich verliere, lasse ich das, also dann habe ich verloren. Aber ich speichere trotzdem, weil es kam schon mal ein, zweimal vor, dass nach so einer, oder bei so einer Schlacht, die, ja, das Spiel abgekackt ist. Deswegen bitte nicht nochmal. Also ich versuche die ganze Zeit auch daran zu denken, aber oft vergesse ich das. Also bei jedem Spiel zu speichern. Den habe ich jetzt vergessen. Entschuldigung. So, dann. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, dann werde ich mich mal umschnabulieren. Hier wäre es geil. Hier rein.
Hier rein ist cool. Ich hoffe, mein Handy hat euch nicht gestört. So. Habe ich mal jetzt weggeschmissen. Wobei, ihr könnt eigentlich rennen. Die gehen zwar noch, aber diese kurze Strecke kann man rennen und dann ausruhen. So, die Pferde, die Kavallerie, werde ich in den Wald verstecken. Ich darf halt nicht, ich darf halt nicht in den Wald rein. Weil in den Wald hat er auf, also 100% dicke Vor... Warte. Er hat auf jeden Fall Advantage. Was heißt das nochmal? Auf Deutsch Advantage. Vorteil? Advantage. Ja, ich glaube Vorteil. Also er hat halt keine Mali, weil meine sind ja stark in der Formation. Und genau hier, Formationsangriff. Und ja, seine sind ja, sind auch stark alleine. Also und im Wald eine Formation aufrecht zu erhalten ist natürlich nicht ganz so leicht. So, sie sind aber nicht ganz so super. Ich werde mal so eine Runde machen. Ja. Gut, was kann der denn? Ah, das ist ein kleiner. Ein kleiner General, okay. Da müssen wir schauen, dass der kleine General auch ein bisschen was bekommt vom Kuchen. So, wenn er schlau ist, geht er außen rum. Mal schauen, ob er schlau ist. Speerkämpfer bereit. Wie ihr Befehl. Eure Befehle? Zu Befehl. Bereit zum Einsatz. So, ein bisschen vorspulen. So, jetzt kommt er. So. Mit meiner Kavallerie werde ich noch ein bisschen warten. Also ich darf seine Kavallerie nicht in den im Wald angreifen, weil er hat großen Vorteil im Wald. Seine Kavallerie ist einfach gut im Wald. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Okay, das, was er gerade macht, ist krass gut. Das, was er gerade macht, ist richtig. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, jetzt versuche ich mal hier ein bisschen. Hier rein zu grätschen. Und wieder raus. Das war zu spät raus. Wieder raus. So,
super. Sehr schön, das hat aber jetzt ein bisschen weh getan. Der muss jetzt raus. Ich muss jetzt. Verdammt. Ich habe halt immer noch die super Bürgerkavallerie, ne? Die ist natürlich ziemlich stinkig. Also, stinkig heißt schlecht. Die Adelsreiter sind natürlich ein bisschen besser. Ja, das ist in Ordnung. Noch so verwöhnt von Makedonien, weil die Kavallerieeinheit von Makedonien ist echt gut. Ich mit meinen Fernkämpfern komplett zur Seite. Damit ich die in die Seite poken kann. So. Dann mal kurz raus. Und die volle Kanne hier drauf. Ja, der Speerball ist echt gut. Also muss ich sagen. Das ist echt nicht schlecht. General. Fertig. Gut. Dann könnt ihr mal wieder weiterarbeiten. So. Also, ja, er ist stärker als ich dachte. Er war stärker als ich dachte. Die 22 Leute sind anscheinend stark genug. Ja.
Verstanden! Ich erwarte eure Befehle Einsatz! Spartanische Piken Vortale! Kommandant, verstanden! Sparta! Befehle? Zerstückelt! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr schön. Das war auf jeden Fall. Das war nicht leicht. Ehrlich gesagt. Das war nicht leicht. So, den feindlichen General haben wir, glaube ich, nicht erwischt. Okay. Knapper Sieg, ja. War knapp. Schade, dass man die anderen nicht sieht. Also die Keulen, also die Keulen-Dinger, die sind gegen Phalanxen nicht ganz so gut. Aber sie haben halt Wurfschwere. Ja, der wurde gekickt. Aber die Speerwelle, oder der Speerwall, der ist gut. Der ist richtig cool. Ja, 1500 ist ganz nice. Ich find's schade, dass, also ich find's cool, dass die diese Keilformation haben. Aber ich find's schade, dass die Römer die nicht haben. Weil, die Römer hatten einige richtig, richtig geile Formationen. Also die lebendige Burg zum Beispiel. Das war gerade quasi wie ein Karo, nur mit leerer Mitte. Und die vorderste Linie hat dann immer Feinde, so einzelne Feinde reingelassen, also durch die Linie durch und haben nach so 3-4 Leuten wieder die Linie zugemacht und dann waren die vier in der Mitte gefangen und wurden von allen Seiten eingesperrt. Naja, das war auf jeden Fall eine Version, die richtig effektiv war und richtig krass. Aber da verstehe ich schon, warum die das nicht machen, weil ja, es wie soll man das programmieren? Also, das verstehe ich schon sehr gut. Also, aber so die Keilformation bei den normalen Legionären war auch komplett normal. Also, die war fast schon normaler als die Schildkrötenformation, so ungefähr. Deswegen, ja, finde ich schade, dass das nicht ins Spiel geschafft hat. Aber die Römer sind sowieso eine Fraktion, die unter anderem durch die ganzen Formationen schon einen guten Vorteil haben. Aber was man auch sagen muss, ist, dass die Feinde Roms, also zum Beispiel die Briten, haben nach der langjährigen Belagerung von Rom, also durch Rom, haben die auch angefangen, die Formation von denen zu kopieren. Also die sind dann auch in Schildkrötenformationen losgegangen und das war sehr lustig, als die Römer das zum ersten Mal gesehen haben und viele Berichte sind dann so, dass die Vorgesetzten das nicht geglaubt haben, so von wegen, ja, das sind Barbaren, die können solche hohe Militärkunst nicht. Und war aber so.
Gut, und jetzt sehe ich wieder an der Uhr, dass ich schon wieder lange gespielt habe. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.